Und hallo, hier ist wieder Tom aus den Streets of Curiosity und heute stelle ich euch ein weiteres Star Trek Modell von Bluebricks Pro vor. Und zwar heute die 104571, die klingonische D7 Klasse. Nicht die getarnte Version, die kommt später noch, aber erstmal die normale, also die Midsize müsste das sein, ja doch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei. So, wie ihr wisst, in Anlehnung an Blockstar, Trackbildzeit ist Faktenzeit. Das Schiff wird D7-Klasse genannt. Ob das einen anderen Namen hat und wenn ja, ist nicht offiziell bekannt. In Star Trek Discovery hat man gelernt, dass die D7-Klasse im Jahre 2257 in Auftrag gegeben wurde. Und in Star Trek Voyager wurde gesagt, dass es etwa 50 Jahre vor der Episode die Prophezeiung, also etwa 2328, außer Dienst gestellt wurde. Die Länge des Schiffes beträgt 228 Meter. Die Breite beträgt 160 Meter und die Höhe beträgt etwa 60 Meter. Das Gesamtgewicht beträgt 420.000 metrische Tonnen. Das Schiff verfügt über 18 Decks und die Standardcrew beträgt 430 klingonische Krieger. Die Standardgeschwindigkeit des Schiffes beträgt Warp 5 und die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes beträgt Warp 9. Die D7-Klasse ist eine Weiterentwicklung der D5-Klasse und das erste bekannte Raumschiff der D7-Klasse, was benannt wurde, ist die IKS Groth. Unter dem Kommando von Captain Kulot. Dieses Schiff war in der Episode von Deep Space Nine immer die Last mit den Tribbles zu sehen. Und er spielt während der Originalserie-Episode Kenzie Tribbles. So, das war's dann auch soweit mit den Informationen, die ich euch geben kann. Und jetzt spiele ich noch etwas Musik ein.
Eins habe ich noch vergessen. Zur Zeit der klassischen Star Trek-Serie haben auch die Romulaner die 7-Klasse Schlachtkreuzer der Klingonen besessen. So, das war es dann wieder soweit. Ich zeige euch das Modell. Schön groß. Mit Schild. Schön Drucke drauf überall. Vorne das Schild und auf dem Flügel auch noch eine. Das Bauen war nicht schlecht. Ein bisschen Probleme hatte ich mit den Flügeln, da die ja einiges an Gewicht haben. Und naja, angehängt an ein paar Noppen. Aber es ging. Also ist es dran, wie man sieht. Zum Hinstellen ist das wieder kein Problem. Spielen sollte man auf jeden Fall nicht mit. Und ich habe hier vorne einen weißen Stein eingebaut, weil irgendwie der Graue davon abhanden gekommen ist. Er war dabei. Er findet sich schon wieder an. Aber erstmal habe ich einen eingebaut in weiß. Hätte auch rosa oder braun nehmen können. Weiß fand ich da besser. Passender. So, dann war es das mit dem Modell. Stell das mal kurz ab. Und dann gehen natürlich noch Grüße raus an den, den ich letzten Mittwoch schon vorgestellt habe. Den Dawn Mattoncino. Naja, ich freue mich echt über die Figur, ich finde die echt klasse. Auch hinten auf dem Rücken schöner Druck drauf. So, dann war es das soweit. Heute Abend gibt es natürlich wieder den Freitagsstammtisch. Ich bin da auf jeden Fall bei. Schaltet ein. Lohnt sich. Und dann sage ich, lebet lang und in Frieden. Und tschüss.